den müssen wir hier jetzt rausstreichen. Dafür würde Timo Geiret in die Mannschaft wieder rotieren, der eigentlich rausrotiert ist für Odoroa. Also er heute mit dabei. Und Obacht gilt es da natürlich auch zu halten für Tim Knipping. Der hat nämlich schon 4 gelbe Karten gesehen, also auch da gibt die Partie frei. Also, das Spiel läuft. Sportclub Verl gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Die Verler in den weißen Trikots. Onoa. Kam aber mit der Reingabe. Tass! Das wäre die perfekte Geschichte gewesen. Und trifft dann nach Flanke von Kammerbauer nur den Pfosten. Und Konstantin Heide hat ihn dann sicher. Und wir haben auf der Liste ein Chancenplus, der das heute richtig gut macht. Onoa jetzt mit Platz. Onoa ist da alleine, muss alleine abschließen, Heide. Und dann geklärt. So, dann ist auch Schluss pünktlich abgepfiffen. Und deswegen gehen beide Mannschaften jetzt in die Kabine. 0:0 steht es, wo der Erste sein, der hier nachgeben muss. So, die zweite Halbzeit läuft. Da ist noch Luft nach oben. Definitiv. Es ist natürlich gerade auch auf dem Samstag hier in einem Speckgürtel von Fußball-Raffinesse gelegen. Schwierig! Das sage ich gerade, Fußball-Raffinesse. Nur Tass versucht es auch mal. Tass! Bekannt! Tass bringt die etwas über 1400 Fans zum Jubeln in der Sport. Nur Onoa legt ab auf Tass. Tass nochmal. Nochmal Bergert Tass. Platz aber vorbei. Der Platz ist da. Tass. Back. Nochmal Tass. Tass versucht es einfach. Gute Parade von Konstantin Heide. Das wird ihm jetzt auch egal sein. Kiri Mateng nochmal. Probst! 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 Hier sehen wir es, da ist natürlich ganz viel Platz. Kiri Mateng, tolle Ablage auf Probst. Live bei Magenta Sport.